sichtbar machen. Zweitens gab es heute eine sehr interessante Umfrage. Und diese Umfrage sagt, 70% der syrischen Flüchtlinge möchten, sobald der Krieg dort zu Ende ist, wieder in ihre Heimat zurück. Deutschland ist ja indirekt auch betroffen. Was geschieht nun mit den syrischen Flüchtlingen hier? Etwa 1 Million insgesamt. Sollen diese jetzt nach dem Sturz Assads alle wieder zurückkehren in ihr Heimatland? Zuerst einmal ist es, glaube ich, auch für die syrischen Flüchtlinge in Deutschland, in Europa eine gute Nachricht. Viele freuen sich ja auch, dass das Regime Assad gestürzt ist. Ich würde in einem ersten Schritt mal sagen, wir machen ein Angebot. Wie wäre es, wenn die Bundesregierung sagt, jeder, der zurück will nach Syrien, für den chartern wir Maschinen, der bekommt ein Startgeld von 1000 Euro. Wer will, wer ausreisen will, vielleicht auch viele der jungen Männer, die hier in Deutschland sind aus Syrien, die ihrer Heimat eine Zukunft geben wollen, mithelfen wollen, dass wir es ihnen erstmal freiwillig möglich machen, nach Syrien zurückzukehren. Und zum Zweiten würde ich mir wünschen, dass Deutschland zusammen mit Österreich, der Türkei und Jordanien, das sind die vier Länder, die die meisten syrischen Flüchtlinge aufgenommen haben, jetzt schnell in Kontakt tritt, dass man plant, vielleicht fürs Frühjahr eine Wiederaufbau- und Rückkehrkonferenz. Türkei, Jordanien, Österreich und Deutschland haben ein großes Interesse daran, dass viele Menschen eine Perspektive wieder in Syrien haben und zurückkehren können. 1000 Euro Startgeld, haben Sie gerade so gesagt. Das wäre also, nehme ich an, dann auch Plan einer CDU-geführten Bundesregierung. Also, halten wir mal fest, ein Jens Spahn möchte, dass jeder Syrer, der aus Deutschland nach Syrien zurückkehrt, 1000 Euro Prämie bekommt, um sich dementsprechend in den ersten Wochen scheinbar über Wasser zu halten, beziehungsweise dort etwas aufzubauen. Nun, was halte ich davon und welche Alternativen gäbe es? Das möchte ich jetzt einmal kurz mit Ihnen erläutern, bevor wir dann weiter auf dieses wirklich desaströse Interview schauen. Abseits des linken Spektrums, die jetzt bestimmt alle fordern werden, und ich werde auch noch in diesem Video auf einen Georg Restle eingehen, dass die Syrer doch hier bleiben dürfen sollen und dass sie gegebenenfalls mehr Geld bekommen sollen etc. pp. Abseits von diesen Meinungen kann man, denke ich, hier zwei Blickwinkel auf diese Forderung von einem Jens Spahn haben. Der erste Blickwinkel ist zu sagen, Herr Spahn, haben Sie nicht mehr alle Tassen im Schrank? Ja, den Leuten in Deutschland geht es schon schlecht genug, ja, die bekommen jetzt auch nicht 1000 Euro Weihnachtsgeld vom Staat gezahlt, mal ganz zu schweigen davon, dass 55% der Syrer momentan bereits den Staat massiv ausnehmen, indem sie Bürgergeld empfangen, ja, das kann man so als ersten Blickwinkel betrachten. Der zweite Blickwinkel wäre halt zu sagen, naja, was kostet es den deutschen Staat, die Leute, die jetzt gegebenenfalls hier keine Daseinsberechtigung mehr haben, abzuschieben, beziehungsweise im Zweifel mit Zwang abzuschieben. Bedeutet, die Polizei muss die Leute Aufgaben irgendwie finden, da müssen die gegebenenfalls gewaltvoll in einen solchen Flieger gebracht werden, etc. pp. Wie viel kostet ein solcher Einsatz der Polizei und wäre es nicht durchaus sinnvoll, erst einmal mit entsprechend diesem süßen Geld von 1000 Euro eine gewisse Freiwilligkeit zu erzwingen? Ja, es ist ja nichts anderes als eine Form des Bestechungsgeldes. Bevor ich jetzt meinen Standpunkt erläutern werde, beziehungsweise meinen Blickwinkel, noch einmal ein entsprechendes Video von einer Angela Merkel. Machen. Zweitens gab es heute eine sehr interessante Umfrage. Und diese Umfrage sagt, 70% der syrischen Flüchtlinge möchten, sobald der Krieg dort zu Ende ist, wieder in ihre Heimat zurück. Wir dürfen nicht denken, dass es für Menschen nur ein Land gibt, in dem sie gerne leben, sondern viele möchten auch gerne wieder in ihre Heimat mit ganz anderen kulturellen Traditionen, mit einer anderen Sprache. Und für viele wird es nicht ganz einfach sein, in einem fremden Land zu leben und deshalb klar machen. Zweitens. Also damals gab es eine wahrscheinlich eher weniger repräsentative Umfrage, die gesagt hat, 70% der Syrer wollen in ihr Land zurückkehren, wenn der Krieg dort vorbei ist. Komisch, dass dann angesichts dessen hauptsächlich junge Männer hierher gekommen sind. Aber gut, dass es nicht wirklich damals um Asyl ging, das wissen wir ja mittlerweile. Unabhängig davon haben wir ja mittlerweile eine ganz andere Situation, beziehungsweise die syrischen Flüchtlinge sind jetzt schon einige Jahre hier in Deutschland und haben sich wahrscheinlich auch ganz gut an die ein oder andere Sozialleistung gewöhnt. Stichwort 55% der Syrer
beziehen Bürgergeld. So, und jetzt komme ich zurück zu der Ausgangsfrage. Sollte man denen jetzt 1000 Euro zahlen, damit die nach Syrien zurückkehren, sofern es dort jetzt stabile Zustände gibt? Und da muss ich sagen, nein, man sollte es natürlich nicht tun. Erst einmal sollte man an den freien Willen appellieren, dass die Menschen sich entsprechend anmelden, um zurückzukehren. Was ich durchaus noch zulässig halte, ist, dass wir ihnen ihren Rückflug finanzieren bzw. organisieren, denn das darf kein Hindernis sein, weshalb sie das Land nicht verlassen. Und dann würde ich von der Reihenfolge der Abschiebungen definitiv so vorgehen, dass zunächst natürlich erst einmal die Kriminellen abgeschoben werden und in zweiter Hand die abgeschoben werden, die hier Bürgergeld bezogen haben. Ich meine, die Daten müsste man ja haben. Und an dieser Stelle, wenn jemand schon in ein fremdes Land kommt und sich nicht in den Arbeitsmarkt integriert, und es kann mir keiner erzählen, dass ein Syrer hier nicht irgendwo einen Job finden kann und arbeiten kann, dann werden wir jedoch einen Teufel tun, ihm jetzt auch noch als Belohnung 1000 Euro zu geben für seine Rückkehr in die Heimat. Nein, das muss dann mit aller staatlichen Gewalt passieren. Und auch wenn es dann im Endeffekt mehr kostet, dann ist es nun mal immerhin langfristig, glaube ich, dennoch der richtige Weg, weil es ein Signal setzt. Ein Signal, dass man in Deutschland nicht machen kann, was man möchte. Dass Deutschland eben nicht der Himmel der Sozialleistungen ist. Und vor allen Dingen, wenn weiterhin ja auch dieselbe Politik fortgeführt wird, was ja wahrscheinlich der Fall ist, wenn die CDU nicht, wenn die AfD nicht entsprechend in die Regierung kommt, dann kann es auch gut sein, dass Leute das auch wieder ausnutzen. Die beziehen die 1000 Euro und machen dann einen Urlaub in Syrien und kehren dann aber wieder zurück. Ja, unsere Grenzen sind offen, niemand kann das Ganze verhindern und dementsprechend halte ich nichts von diesem Vorschlag von einem Jens Spahn. Ganz davon abgesehen davon, dass man natürlich auch der hart arbeitenden Bevölkerung in Deutschland, die allerdings nicht so viel verdient und die am Ende des Monats kaum Geld übrig hat, obwohl sie ehrlich arbeitet, damit natürlich mal wieder enorm ins Gesicht spucken würde. Schauen wir jetzt aber weiter auf das Interview. Sie weiterverfahren? Würden Sie die Flüchtlinge, die nur subsidiären Schutz genießen, also kein dauerhaftes Bleiberecht haben, konsequent abschieben wollen? Es ist ja, wie ich gerade sagte, zuerst einmal freiwillige Angebote machen, auch eine Erwartungshaltung auszudrücken, dass gerade die jungen Männer mithelfen, jetzt auch ihr Land wieder aufzubauen. Das ist übrigens auch ein Punkt, den ich ganz klar hier benennen muss. Wir sollten, auch wenn wir die Abschiebereihenfolgen durchgehen, auf jeden Fall darauf achten, dass die Männer zuerst abgeschoben werden, die jungen Männer vor allen Dingen. Denn es kann ja nicht sein, dass die sich quasi davor drücken, in ihre Heimat zurückzukommen und dort entsprechend ihrer Verantwortung nachzukommen, das Land wieder aufzubauen. Ja, das geht einfach nicht. Und in solchen Ländern wie Syrien ist es nun mal dann am Anfang auch nicht sonderlich schön, ne? Gerade für Frauen und Kinder. Deswegen, da kann man ja vielleicht noch mal ein bisschen Humanität zeigen oder das Auge zudrücken. Aber was alle jungen Männer angeht, sollte man die halt dann schleunigst abschieben und das auch gar nicht auf freiwillige Basis stellen, sondern wie gesagt in der Reihenfolge Straftäter, dann Bürgergeldempfänger und dann die arbeiten. Da muss man jetzt vielleicht nicht unbedingt ganz so stark die Daumenschraube andrehen. Jetzt aber noch einmal ein paar Worte zu einem Georg Restle. Der hat nämlich Folgendes auf Twitter geschrieben und hat dort eine saftige Antwort bekommen, die ich ganz gut fand. In Syrien wird ein Diktator gestürzt und in Deutschland macht sich bei einigen Freude breit, nicht über den Sturz des Barbaren, sondern darüber, jetzt Syrer abzuschieben. Man weiß nicht, wofür man sich mehr schämen soll, für die politische Ignoranz oder die Empathielosigkeit. Punkt. Henning Rosenbusch antwortet, der Ratten- und Blinddarm-ÖRR bis zuletzt auf der Jagd nach Ungeschlumpften und anderen Abweichlern fasselt von Empathie, Doppelmoral und Heuchelei im Endstadium. Restle, Sie heben das auf ein neues Niveau. Gratuliere. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Gleich geht es mit dem Video weiter, doch ich möchte an dieser Stelle einmal vielen Dank sagen an alle Kanalmitglieder, welche meine unabhängige journalistische Tätigkeit hier mit einer Anti-GEZ-Gebühr unterstützen. Und ein ganz besonderer Dank geht heraus an Trinkwasserverleih, welcher ja eine Anti-GEZ-Super-Premium-Mitgliedschaft abgeschlossen hat, sowie einem Detlef Horn, welcher sogar Ehrenmitglied von diesem Kanal geworden ist. Vielen, vielen Dank dafür.